Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil der Serie Vertrau dich mit Face Reading. Heute haben wir ein spannendes und im wahrsten Sinne des Wortes spannungsreiches Thema, das Thema Wut. Tut Wut gut, ist unsere Überschrift heute und ich sage ja. Ich werde das auch begründen und zwar mit meiner Methode des Face Readings der Psychophysiognomik. Ich bin Anita Horn-Link und ich bin Expertin in diesem Thema Gesichter lesen, Menschenkenntnis. Und ich werde zu diesem Thema Wut aus diesem Blickwinkel einiges erklären. Und ich hoffe, du bist bereit dazu und hast Lust, dich diesem explosiven Thema zu widmen. Wir sind alle manchmal wütend und Wut ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht unbedingt willkommen ist. Wir sollen alle entspannt sein und ein bisschen om. Und natürlich wollen wir alles annehmen, was da so kommt. Wir sind ja auch bemüht, achtsam zu sein. Das sind alles Dinge, die sind ständig um uns rum, auch als Aufgabe. Und natürlich ist das auch ein gutes Ziel. Aber wir sind ja Menschen und wir sind eben auch nicht immer om und nicht immer in unserer Mitte, wir sind eben auch mal außer uns. Und Wut ist ein Zeichen für dieses Gefühl, für diesen Zustand. Wir explodieren. Und in der Psychophysiognomik, im Face Reading, ist der Grund für so ein explosives Verhalten elektrische Energie. Elektrische Energie ist eine Energie, die Formen ausprägt, die breit sind in unserem Gesicht, in unserem Körper. Breite Schultern zum Beispiel, auch abstehende Ohren, gar nicht so beliebt, aber ganz interessant. Ich gehe gleich darauf ein. Breite Hüften. Alles, was in die Breite geht, ist geformt von elektrischer Energie. Wofür steht elektrische Energie? Die steht für Veränderung. Sich in den Weg stellen. Die Segel in den Wind stellen. Etwas Neues impulsieren. Denn auch rein physikalisch, ohne elektrische Energie, passiert nichts Neues, weil durch diese Konvulsion, durch diese Eruption wird Platz für Neues und Altes kann gehen. Wir sagen ja auch nicht umsonst, das ist ein reinigendes Gewitter. Da kommt was hoch, da kommt was raus, was gehen soll, damit Platz für Neues ist. Und deswegen kann Wut eine wunderbare Veränderungsenergie sein. Die kann uns befreien auf eine Art und Weise. Und sie kann eben auch uns wieder in die Entspannung bringen. Denn wenn wir diese Wut deckeln, wenn wir unsere Gefühle die ganze Zeit im Zaum halten, disziplinieren, dann sind sie ja trotzdem da, sie arbeiten in uns. Sie quälen uns auch auf eine Art und Weise, weil sie sich ja irgendwo Platz suchen. Und das ist nicht immer zu unserem Gunsten. Also, die gute Nachricht, wir dürfen wütend sein und dürfen natürlich auch diese Veränderungsenergie in unser Leben einladen, diese elektrische Energie. Und vor allem, wenn wir dieses Talent dazu haben, auch Veränderungen in unser Leben, auch in das Leben anderer zu bringen. Und diese Breitformen, die stellen sich eben mal quer. Die wollen was Neues. Die sagen mal nein, die hauen mal auf den Tisch, die können sich auch abgrenzen. Weil, wenn wir wütend sind, dann haben wir natürlich ein Stück weit eine Ausstrahlung, die nicht unbedingt einladend ist, die andere auch von uns wegbringt. Und manchmal ist das auch richtig, wenn Übergriffigkeit passiert, wenn uns Sachen zu nahe gehen, wenn Menschen Grenzen überschreiten oder auch wenn uns was einfach zu viel ist. Da Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und auch mit dieser elektrischen Energie entgegenzuwirken, kann sehr heilsam sein.
Wenn wir diese Energien haben, zur Verfügung haben, diese Veränderungsenergien, dann sind sie für unser Leben wichtig. Und dann sollten wir auch mit ihnen experimentieren. Aber ich sage bewusst experimentieren. Kinder können das noch nicht so bewusst. Wenn die elektrische Energien haben, die kommen einfach raus. Die sind da. Die stellen uns Eltern manchmal vor große Herausforderungen. Aber sie sind wichtig. Sie sind ein tolles Instrument, sein eigenes Ich zu verteidigen, sich selbst zu spüren und auch Grenzen zu setzen. Wenn wir jetzt aber, was uns die Psychophysiognomik, das Face Reading auch zeigt, sensible Charaktere sind, wenn wir feinsinnig sind, hochwahrnehmungsfähig und wir produzieren ständig durch Wutausbrüche oder auch durch emotionale Reaktionen Unruhe in unserer Umgebung, dann schadet uns das natürlich auch auf der anderen Seite. Unsere zart beseiteten Anteile, unsere Sensibilität wird ständig getriggert. Widerstände werden kreiert, die uns auch wieder herausfordern. Und deswegen sage ich, mit dieser Energie zu arbeiten, sie so zu nutzen, wie sie für dich persönlich und für jeden Menschen, der diese Energie zur Verfügung hat, richtig sind, das ist die Herausforderung. Und aber auch zu merken, wo ist ein reinigendes Gewitter auch mal nötig? Wo ist es wichtig, dass ich diese Gefühle nicht mehr deckle, sondern sie rauslasse? Und wie mache ich das? Wo kann ich sie rauslassen? Wie kann ich sie auch ausleben, ohne dass sie mir schaden? Was für Möglichkeiten gibt es? Den Boxsack, Sport. Vielleicht auch jemand, der damit umgehen kann. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten in dieser Hinsicht, bewusst auch mit Wut umzugehen, mit dem, was uns befreit, nach vorne bringt, verändert. Und da kann Face Reading total helfen. Wir können sehen, ja, wir sind elektrisch, wir haben diese Veränderungsenergie, wir sehen es in den Haaren, wir sehen, es gibt so viele Areale, die das zeigen. Wir haben dieses Potenzial, das Rebellische auch, wertvoll. Ohne dieses Potenzial gibt es keine Veränderung in unserer Welt. Nur es gut einzusetzen, es zu harmonisieren mit dem, was wir sonst noch haben, es bewusst einzusetzen, das ist die Kunst. Und das zeigt uns die Psychophysiognomik. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich so vielen Menschen damit schon helfen konnte, ihre Wut, ihre wunderbare elektrische Energie zu akzeptieren, sie gut zu finden und dann natürlich in ihrem Sinne einzusetzen. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, über die Psychophysiognomik, das Face Reading, was man damit machen kann, wie man es beruflich nutzen kann, für sich, wie man es lernen kann, dann habe ich einen heißen Tipp. Am 20. Oktober gibt es ein Gratis-Webinar, wo ich ganz viel erzähle, erkläre über die Psychophysiognomik, das Face Reading. Ich schaue freiwilligen Teilnehmern ins Gesicht. Ich demonstriere alles, was man so sehen kann, ganz praxisnah und auch die Zusammenhänge. Und ich zeige dir auch, wie es geht, das zu lernen. Sei dabei, 20. Oktober, den Link zur Anmeldung, den packe ich hier in die Nähe des Videos und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Einen schönen Tag noch. Alles Liebe.